Der Triumph TR3 wurde im Herbst 1955 auf dem britischen Markt eingeführt. Strategisch war dies der richtige Zeitpunkt für Triumph, den neuen Sportwagen auf den Markt zu bringen. Denn die Absatzzahlen für den TR2 sanken und MG hatte gerade den MGA 1500 auf dem internationalen Markt vorgestellt. Standard Triumph glaubte aber trotz der sinkenden Absatzzahlen an das Konzept eines Sportwagens. Der neue Roadster basierte vorwiegend auf der bereits erprobten und zuverlässigen Technik des TR2. So thront auch die neue Karosserie auf dem bereits für den TR2 entwickelten Kastenrahmen. Das Fahrwerk wurde ebenso belassen. Vorne Einzelradaufhängung an Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfern und hinten eine plattgefederte Starrachse. Auch behielt man weitgehend die Seitenlinie des TR2 bei. An der Front aber erfuhr der TR3 eine sichtbare Veränderung. Der tief zurückgesetzte Kühlereinlass des TR2 wurde nach vorne gelegt und nun zierte eine flache, freundliche Kühlermaske den Luftschacht. Die Fahrgastzelle wurde vergrößert und optional konnte man sich einen dritten Sitz als Notsitz dazu bestellen. Eine der innovativsten Neuerungen war beim TR3 die erstmalige Verwendung von Scheibenbremsen an den Vorderrädern. Dies sorgte in jedem Fall für mehr Sicherheit beim Fahren dieses Roadsters. Leistungstechnisch war der TR3 nun auch mit einem 1991 Kubik reinen Vierzylindermotor ausgestattet, der durch einen SU-Vergaser um 5 PS auf 95 PS bei 5000 Umdrehungen in der Minute gesteigert wurde. Damit erreicht der kleine Roadster eine Spitzengeschwindigkeit von ca. 169 km pro Stunde. 1957 wurden für den hier gezeigten TR3A sogar zwei SU-Vergaser verbaut, die noch einmal eine leichte Verbesserung der Motorkraft brachten. Aber auch ein neu konstruierter Zylinderkopf mit verändertem Brennraum machte das Vierzylinderaggregat leistungsfähiger. Der 1957 eingeführte TR3A wurde vor allem noch einmal optisch verändert. Der Kühlergrill wurde etwas verbreitert, die Türen erhielten auf der Außenseite Türgriffe und innen wurde ein abschließbares Handschuhfach angebracht. Die Modellbezeichnung TR3A wurde werkseitig nie verwendet. Das A wurde umgangssprachlich eingeführt und stand für Amerika, da diese Modelle vor allem für den amerikanischen Markt produziert wurden. Die Kraft wird über ein Vierganggetriebe mit elektrischer Overdrive-Zuschaltung in den oberen drei Gängen auf die Hinterachse übertragen. Doch wirklich viel zu spüren war von dieser Optimierung nicht, da die schwerere Karosserie dem Motor auch mehr Leistung abverlangte. Dennoch sprachen die Absatzzahlen für sich und bewiesen Standard Triumph, dass das Konzept aufgegangen ist. Denn der Triumph TR3 erfreute sich sogar bis 1962 in all seinen verschiedenen Bauformen konstanter Beliebtheit. Seine Laufleistung war sehr zuverlässig und weitgehend wartungsfrei. Das sportliche Fahrgefühl direkt und sehr sicher. Und letztendlich stimmte das wirtschaftliche Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies sorgte für volle Auftragsbücher und so wurden in der Produktionszeit von 1955 bis 1957 insgesamt 13.377 Fahrzeuge des TR3 produziert. Der größte Anteil ging allerdings in den Exportmarkt. Nur 1.286 Fahrzeuge wurden für den britischen Markt gebaut. Von den TR3A-Modellen wurden insgesamt über die 4 Jahre Produktionszeit 58.236 Exemplare gebaut. Erhalten sind vermutlich 8.500 bis 9.500 Fahrzeuge.